Also, dieses Rätsel mit diesem Schrein hat mir jetzt irgendwie keine Ruhe gelassen. Und ich habe jetzt die Lösung. Nämlich, man muss hier einfach. Man sieht ja, die Kerze brennt. Deswegen ist das die Nummer 1. Das ist Nummer 2. Und ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt, dass hier Nummer 3 ist. Ja, und eben Nummer 4 dann hier. Passt das jetzt endlich? Jawollo. So. Damit befreien wir einen weiteren Schrein. Das ist, denke ich mal, wichtig und deswegen wollte ich das jetzt noch schnell machen, auf jeden Fall. Ich habe da echt lange für gebraucht. The children in Taro often fished in these streams. In the stillness of the forest, I can almost hear their voices. Taro and his siblings felt safe in these woods. You taught them well, Ruthu. Das finde ich auch. Und nun geht es aber jetzt wirklich da nach oben, weil ich glaube, wir haben jetzt hier unten alles. Also von hier dann da nach oben. Die zeigen ja einem auch immer so ungefähr den Weg an, ne? Ah ja, stimmt. Wie ging es hier jetzt nochmal? Ah ja, genau. Das ist sehr verwirrend, aber ich habe es auf jeden Fall rausgefunden. So kommen wir hier weiter nach oben. Ziemlich gefährlich das Ganze hier. Genau da unten waren wir ja schon. Da kommen wir ja erstmal nicht weiter. So, die Blumen lassen sich irgendwie noch nicht öffnen. Keine Ahnung, warum. Ah, aber es gibt hier neue... Ups, wenn man treffen würde. Neue Früchte. Ja, gönnt euch. Und ich glaube, bauet... Ah ja, schaut mal. Wir haben den Waldschrein, Fischerschrein und Wasserschrein. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch den Gottesbaumschrein wieder aufbauen. Und da sind wir, denke ich mal, gerade dabei. Rod Level 3. Ja gut, das dauert halt noch, ne? Deswegen glaube ich... Wenn jetzt du gehst R3, während du den Bogen spannst. Ja. Das werden wir auch noch schnell freischalten. Oh, und das geht, glaube ich, auf, ja. Genau, das geht auch. 300, aber wie gesagt, wir kriegen so viel. Da können wir uns das eigentlich auch gönnen. Aha, das könnten wir uns dann auch schon. Ah, das ist dieser Angriff halt. Anstatt mit dem Ding halt dann mit dem Schwert. Okay. Ah, und jetzt können wir wieder mit diesem, ja, Entehaken, nenne ich es jetzt einfach mal, rüber. Doch, bis wir da hinkommen, da haben wir wohl noch eine Kleinigkeit vor uns. Also keine Ahnung, warum ich da beim letzten Mal so gestruggelt habe, weil so schwer ist das ja eigentlich gar nicht zu finden, ne? Oh, ist das alles hier wieder so idyllisch, dieser tiefe Wald. Wird mir ein richtig gutes Setting, muss ich sagen. So. Ich würde tatsächlich als erstes darüber gehen. Achso, das ist eine Heilung. Oh. Ah, wegen euch. Na, warte. Yo, chill mal. Ey, ich krieg hier so viel Damage, was soll denn das? Bin ich tot? No, aber jeden Moment. So. Ich bin tot. Das ging sehr flott, aber ich habe auch keine Gegner erwartet. Naja, probieren wir das Ganze nochmal. Oh, die Heilung war nötig. So, also ich bin echt noch nicht gut, Leute. Ich muss noch besser werden in diesem Spiel. Hier waren auch gerade auf jeden Fall neue Gegner. Ich hoffe, ich bin jetzt noch am Leben. Ja, ich habe zwar viel Leben, aber irgendwie reicht es immer noch nicht gut zu sein. Also um gut zu sein. Aber Hauptsache, wir tun auch den letzten Schrein jetzt befreien. Da wartet der Gute doch auch schon auf uns. Some believe the shrines represent guardians of the forest. Okay. From up here. It's easy to imagine them watching over the land. Mhm. Ja, gut, das machen wir dann gleich. Übers Land wachen. Oder es war für die einfach, übers Land zu wachen. Ich weiß es gar nicht so recht. So, oh. Aha. Mhm. Also ich verstehe es. Doch, ich verstehe es schon. Oh, okay. Das heißt, von hier kann ich vermutlich irgendwas suchen. Nee, man kann... Ah, oben kann man ein Ding aufmachen. Jetzt habe ich es verstanden. Oben eine Quelle. Und ja, jetzt gönnt euch erstmal. Und die dann hier befreien. Ja gut, da muss ich oben wohl nochmal suchen, ne? Hier ist wieder einer, aber ich kann das irgendwie nicht machen. Ich weiß nicht, warum. Wenn hier vibriert sogar... Ah, lol, so einfach geht das. Ja, sehr gut.
Wir kriegen hier einen weiteren. Sehr gut. Okay, das war wieder Denglisch. Roddy, sehr gut. Aber von hier soll ich dann runterspringen. Aber wie gesagt, das mit der Wasserquelle wird mich noch echt interessieren. Ah, da war sie doch. Ja, ja. Gut, dann kommt mal her. Hallo? Ach so. Und dann schön da reinsetzen. Ja, perfekt. Ich glaube, ich habe das Rätsels Lösung gefunden. Ja, beautiful. Alright, dann zack. Kommt mal her. Dann, ach so, ich muss erst, Moment, was? So, ah, das dauert ja noch kurz, ne? Ja, okay, so muss man es machen. Man hat also wirklich die Zeit dazu. Ja, cool. Und damit werden, können wir einen weiteren rein... Hallo? Lagen. Ah, okay. Muss man machen. Lösen. Sehr cool. Und damit haben wir schon wieder 100 weitere. Achso, und kriegen natürlich ein bisschen Money. Ich dachte mir gerade die ganze Zeit, wo zum Teufel soll ich hier zurückgehen? Es ist einfach den Aufzug runter. Ich bin jetzt gerade den Berg rückwärts runtergelaufen, weil ich einfach was finden wollte. Ja, war nervig, aber jetzt habe ich es ja und ich glaube, wir sind auch damit hier... Moment, den habe ich noch nicht ausgelöst? Doch, oder? Ja doch, sonst wären hier keine Pilze. Weil hier waren wir ja schon überall, das heißt, wir können jetzt gleich zu diesem Tor gehen. Tatsächlich. Oh, der Sprosskapitän wartet aber auf uns, okay. Ich bin sogar ausgelöst. Yo, Alter, was hast du denn? Aber ja, er ist ja auf Nahkampf ausgelegt, so wie dazu. Ach, ich brauche beide. Oder wie? Ah, sogar eine Schwachstelle, habe ich gerade gesehen. Hallo? Ja, gut. Sehr unwahrscheinlich, dass ich das Ganze gewinne, aber hey. So, ein bisschen geht ja. Jetzt hat er schon langsam keinen Bock mehr, glaube ich. Ah, da ist ja eine Schwachstelle. Verdammt, nicht getroffen. Ja, also ich gehe mittlerweile schon gar nicht mehr davon aus, dass ich einen Gegner nach einem Try schaffe. Ja, das war es nämlich auch schon. Aber wow, sogar über die Hälfte abgezogen. Oh, 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 jetzt habe ich die Chance, Leute. Jawohl, okay. Eieiei, ich bin immer echt am Limit. Leben am Limit. Ohne Witz. Kann ja nicht sein. Jedes Mal aufs Neue so. Knapp. Aber hey, wir haben das Ganze hier überlebt und reinigen auch den letzten Schrein. Oh, das ist er. Ja. Oh, hier hat er sich verschanzt und sich vermisst. Offerings at the Guardian Tree, asking it to protect the ones we love. Taro left this for the children. He must have been so scared when he lost them. Mm. Many of the offerings here were placed by the first village leaders. Skilled hunters who use spirit energy to create powerful weapons. I'm sure the Guardian Tree won't mind if we use them to help Taro. Ah. Jetzt komme ich also weiter, aber erstmal haben wir ein Weiseopfer, ein weiteres Relikt. Beseitige die Verderbnis. Ja, werden wir gleich machen. Ich möchte mir das nur kurz mal angucken. Ah, okay, jetzt fehlt noch eine Sache. Dann haben wir Taro. Alles klar. Hierfür fehlt... Ah, sehr wenig nur noch. Okay. Alles klar. Ja gut, dann gehen wir doch jetzt mal dieses Ding beseitigen. Weil ich denke mal, wir haben hier... War nicht alles... Oh, wir haben wieder neue Rods... Moment bekommen. Doch gleich mal gucken. Ne, scheint... das gewesen zu sein. Aber schaut mal, wie schön er die Familie danach gebaut hat. Richtig schön gemacht. Oh, oh. Der Magier. Oh, je. Der wird sich auf Safe halten können, oder? Aber, oh, das wollte ich nicht. Jo, alles klar. Was kann er denn? Nicht so viel tatsächlich bis jetzt. Aber man sollte sich mal nicht übersteigern. Zack. Lass mal wieder das. Ja, das ist halt so gemein. Was soll ich denn dagegen machen? Mhm. Okay.
Okay, aber wie gesagt, es geht. Klar, da war der andere auf jeden Fall noch stärker. Den wir schon hatten, der heilt sich jetzt, ne? Das habe ich mir gerade schon fast gedacht. So, aber jetzt können wir ihn ganz gut schaden. Auch wenn der andere kommt. Oh, das sollte schon. Nee, noch nicht gewesen sein. So, bevor. Nein! Nein! Oh mein Gott, das wäre jetzt mein letzter Hit gewesen. Oh mein Gott, ich habe ihn, bevor er sich heilen konnte. Chillig. Jawohl, damit können wir diesen Pfad hier beschreiten. Ich dachte es mir nämlich schon, weil da geht nicht die Story weiter. Aber ich kann es euch mal kurz zeigen. Hier, Pfad der Laternen. Und hier ist Harus Roy. Vielleicht gehört das auch zusammen. Wir werden es jetzt auf jeden Fall rausfinden, nachdem wir mit dir geredet haben. I don't know what corruption waits for you in the Lantern Cave. But I suspect Taro's spirit will fight to the end. Also geht's jetzt doch weiter, oder wie? Mit den Ahnensachen, die wir da gefunden haben, ist das also möglich, alles klar hier durchzukommen. Noch ganz, ganz kurz hier vielleicht. Achso, das ist nun ja wieder so ein Weg zurück. Alles klar. Na dann ab ins neue Gebiet. Ich weiß auch gar nicht, ob man dieses jetzt mittlerweile, ob man Kena als ein Open-World-Spiel ansehen kann. Keine Ahnung, wirklich. Ah, guck mal, hier gibt es erstmal drei Sachen zum Einsammeln. Oder doch nur ein? Ich habe nämlich drei Rods. Das wäre aber auch schon krass, dass hier jetzt einfach so drei auf einmal kommen. Ah. Die anderen waren Fakes, alles klar. Okay. So, diese Höhle ist auch eingestürzt. Das heißt, wir kommen hier erstmal nicht weiter. Aber hier an der Seite kann man hochklettern. Kena kann ja perfekt klettern, deswegen sollte das kein Problem darstellen, ja. Also wie gesagt, ich weiß immer noch nicht die Verbindung dazwischen jetzt, aber hey, und hier geht's zurück irgendwo. Aha, was ist denn hier? A fox symbol is marked on this old camping gear. Okay. Oh, ein neuer Geist. Alright. Na, dem folgen wir doch gleich mal. Erstmal das hier zerstören. Und dann, achso, der geht noch weiter, alles klar. Aha, okay, da finden wir ihn. Eine weitere Botschaft, na dann gucken wir doch mal. What? No. Er ist einfach so verschwunden. Was ist passiert mit ihm? Und ich frage mich, ist das jetzt eigentlich eine Geist? Nein, keine Geister. Ach, okay. Na dann, keine Ahnung, was das angesehen wird. Da unten ist auf jeden Fall dieser Laden. Das ist ja so oft so cool in diesem Game, dass man einfach immer wieder Sachen findet, die man schon mal, naja, gesehen hat einfach. Ah, das können wir jetzt gar nicht so machen. Aha. Leuchtet das doch. Ah, das funktioniert wieder so. Ja gut, dann. Das geht dann darüber und der. Ah, gibt uns die Quelle. Alles klar. Habe ich es mir doch gedacht. Und dann schön dahin und dann haben wir unsere Wasserquelle auch schon. Hier kann man die ja wirklich überall benutzen. Also, ihr werdet es gleich sehen. Überall einfach. Ups. Hallo? Ah, jetzt. Ja. So nah soll es einfach nicht sein. Alles klar. Wir fangen einfach mal mit dieser Ecke hier an. Ich glaube, die Drehattacke ist immer noch die bessere. Meditierkreis? Echt jetzt? Einfach so random schon wieder. Oh, okay, zum Thema random. Wie krass sieht das denn aus? Und mal da sieht man wieder den Berg. Also immer diese Verbindungen von da war ich schon mal. So geil. Alright. Hört euch diesen Ort an. Er ist so schön. Super. Damit kommen wir doch gut voran, würde ich sagen. Ich bin gespannt, was mit Taro passiert ist. Wir gucken auf jeden Fall. Bringen kann das ja nicht wirklich, ne? Also wenn man, warte mal, hier ist. Ne, dann bleibt es trotzdem hier unten. Alles klar. Und dann muss ich hier weitermachen, auf jeden Fall. So, klar reicht das nicht aus, das habe ich mir schon gedacht. Na, obwohl, zum Durchkommen reicht es dann doch. Oh, neue, stärkere Gegner, wenn ich mich nicht täusche. Mit F. Schwachstelle. Oh, der ist noch gar nicht tot gewesen. Aber ihr seht ja, ey, wir haben mittlerweile gegen so kleine Gegner sollten wir überhaupt keine Probleme mehr haben. Also hatten wir noch nie. Auch.
Aber ja, mit diesem immer mehr Leben natürlich noch mal einfacher. Oh, da muss man aufpassen bei denen. Jawohl, schön die Schwachstelle. Ah, okay, und das kenne ich ja. Ah, jetzt muss ich das Wasser wieder hier hinbringen. Alles klar. Beziehungsweise vielleicht kriege ich auch... Ah ja, okay, ich kriege ja auch eine neue. Na dann. Da unten waren wir. Ja, also wie gesagt, die Connections sind immer super. Wir müssen hier diesen Baum reinigen. Ah, da habe ich gerade noch was gesehen. Moment. Machen wir gleich. Okay. I guess. So. Und zwar genau hier der Busch. Naja, mal wieder neue Gegner hier. Alles klar, solange ich keine Leben verliere, weil ich irgendwo stehe, wo ich nicht stehen dürfte, ist das ja super. Ah. Und jetzt ist es auch soweit. Moment. So. Wir reinigen den ganzen kompletten Ort hier. Ach, und jetzt sind wir theoretisch einmal im Kreis gelaufen. Mal schaut. Oh, oder auch nicht. Da geht's in die Höhle und da geht's auch nochmal in eine Höhle. Alles klar. Ich möchte aber diese Höhle mir als erstes anschauen. Ah ja, und schaut mal an, was es hier gibt. Eine weitere kleine Quelle. Ich weiß jetzt nicht, ob es die ist, die ich vorher schon gesehen habe. Aber ja, scheint doch was so, oder? Sehr verwinkelt hier alles. Und wenn wir jetzt hier wieder... Ja, perfekt, zum Anfang kommen. Okay, das ist also tatsächlich die. Ah, und da ist wieder der Ausgang. Ja gut, dann haben wir alles erledigt. Ah, Moment. So kann man die zerstören. Oh, okay. Oh, und hier ist ein weiterer Rod tatsächlich. Ach so? Ja gut, aber dann wüsste ich jetzt auch, wie man diesen einen da unten noch einsammelt. Aber komm, auf den, ne? Oh, wie sie cute da Räuberleiter machen. Auf den scheißen wir jetzt mal auf gut Deutsch. Und genau, weil jetzt das weg ist, wie ich mir vorher gedacht habe, können wir das hier sammeln? Sehr gut. Ah, und wir haben mittlerweile genügend. Kann ich die eigentlich? Nee. So. Drücke Viereck, während du einen Bogen spannst, um einen Rodpfeil zu erzeugen. Kenas Bogen feuert einen mächtigen Schuss ab, der Feinde durchbohren kann. Alles klar. Genau, das wollte ich noch erledigt haben. Und jetzt ab hier rein. Ich weiß noch nicht, ob ich so ein Fan bin, aber ja. Wahrscheinlich schon zu spät, um darüber nachzudenken. So, wieder natürlich, was auch sonst, gibt es hier jede Menge von diesem ekelhaften Schleim. Und wir gehen immer noch tiefer. Okay, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Jena, aber wenn du davon überzeugt bist, dann vertraue ich dir da einfach mal. So, das öffnet den Weg, alles klar. Ach, guck mal an, hier gibt es nochmal so einen Schnellpunkt. Schnellreisepunkt. Wisst ihr was, wir machen noch ganz kurz was und dann gehen wir da rein. Das sieht nämlich nach Fight aus. So, ich bin nämlich am Wasserfall noch ganz kurz und hier gibt es einen Rod für uns und den anderen möchte ich jetzt doch auch noch ganz kurz holen. Die Ladezeiten gehen eh so flott bei PS5, das ist so crazy. Da können wir uns die zwei auch noch holen, damit wir halt vorankommen, ne, bei den Rods. Auch wenn ich wahrscheinlich nicht die 100% spiele, mag ich natürlich so viele wie möglich von diesen kleinen Viechern haben. So, da vorne bei diesem einen Schrein gab es ja eben diese Blume und wenn ich dann hier nach oben gehe, boah, manchmal buggt es schon übel rum, diese Verwandlung. Hallo? Und dann hier nach oben kommt, dann gibt es hier noch einen weiteren. Sehr gut, für uns einen weiteren Rod, aber jetzt machen wir auch wirklich weiter mit diesem Nummer 32. 30. erst. Oh, okay. Okay, und hier habe ich auf dem Baumstamm, der wir waren gerade da rechts unten, auch noch was entdeckt. Es gibt aber hier eine Schießübung. Also es ist wirklich ultra wie Crocs aus Breath of the Wild. Also daran erinnert es schon sehr stark. So, klappt. Jawohl. Damit kriegen wir hier nämlich einen weiteren Rod. Ich habe hier alles probiert. Ich habe nichts verstanden zuerst. Aber ja, eine kleine Schießübung. Haben wir wohl doch noch einen weiteren. Ich meine, das ist mir jetzt richtig ins Auge gestochen. Deswegen wollte ich das auch noch holen. Und nun ab in diesen Fight. Ah, was bist du denn? Das sieht mir jetzt schon nach Fail aus. Aber hey, wir probieren es natürlich so gut es geht. Ja, sicher. Ich konnte gar nichts machen gerade. Naja, kurz mal die Kleinen weg. Ist ja gar nicht mal schlecht. Weil er mich halt gerade in Ruhe lässt irgendwie. Warum auch... Ich kann ihn nicht ausweichen, ne? Ohne Witz. Konnte bis jetzt nicht ausweichen. Da kommt wieder neue. Ja, geil. Also eigentlich soll es jetzt klappen. Hallo. Bitte nimm ihn doch. Nee, also irgendwie funktioniert es nicht. Ich weiß selber nicht warum. So, aber wie gesagt, wir probieren es, ne? Wir probieren es.
ja, jetzt. Los, nimm noch die Rods. So ungefähr. Aber naja, es war jetzt nicht beim richtigen. Ich hole mal kurz jetzt schon meine Heilung. Ich weiß jetzt halt, dass ich mir auf Ausweichen gehen sollte. Und dich mal kurz fliegen. Und ihn nie aus den Augen lassen. So. Ja, er macht halt überhaupt keinen Schaden. Ist ja logisch. Deswegen hat er wahrscheinlich auch so viele Schwachstellen. Eieieiei. Oh, das wäre jetzt gut. Eieiei. Again. Meine Güte. Der droppt auch echt viel, ne? Muss man ja mal... Ah, so funktioniert das. Okay. Ich hab's ja nicht verstanden. Komm, wo soll man denn den Fight auch verstehen am Anfang? Verdammt. Ja, jetzt bin ich tot. Okay. Was soll ich denn machen? Ich weiß auch nicht, wie ich ihn dazu gebracht habe, ehrlich gesagt, sich zu öffnen. Vielleicht erstmal auf die Kleinen gehen. Sorry, wenn ich manchmal nicht rede, aber ich muss mich übel konzentrieren in diesen Bossfights irgendwie, keine Ahnung. Oh, das war zum Beispiel die falsche Taste. Shit. Alter, was fällt denn hier jetzt ein? Oh. Ja, sehr gut. Zerstör bloß die Kleinen. Sehr gerne. Mach weiter so. Man muss halt, glaube ich, einfach warten, ne? Ja, und das sollte nicht passieren. Bin ich tot? Ah ja, ich bin quasi tot. Okay. Gut zu wissen. So, ja dann trotzdem. Komm her. Ich probiere es natürlich weiterhin, auch wenn ich jetzt schon quasi tot bin. Was macht der? Ah, jetzt. Jetzt habe ich ihn gehittet. Oh mein Gott, ist das ein guter, wirklich ein richtig guter Hit. Hä? Oh, er lässt mich sogar hitten. Nein, jetzt nicht übermütig werden. Oh nein, mein Auge juckt. Keine beste... Was? Ah, jetzt bin ich tot. Oh, schade. War wirklich noch knapper als gedacht. So, jetzt läuft es besser als vorher, auf jeden Fall. Ich habe noch eine Heilung frei und ja, kann ihn gerade ganz schön boxen. Ja, mein Gott, ey, was für ein Spiel. Jetzt sollte man aber abhauen, ja. Und so, kaum sagt man es, ne? Lass ich mich so oft von diesen kleinen Viechern treffen. Eieiei. Er hat nur noch das am Arm, sonst habe ich halt schon alle Schwachstellen getroffen auch. Ja, sieht ja. Okay, jetzt hol ich mir aber die Heilung. So. Dann haben wir doch noch ganz gut Heilung und das sollte jetzt diesmal wirklich hinhauen. Erst noch am linken Arm. Das kann man sich ja merken. Jawohl. Das war doch gut. Ich muss ja nur wieder warten, bis er diesen einen Angriff macht. Dann habe ich quasi gewonnen. Das müssen wir kurz so machen. Oh lol. Was? Man kann das machen. Okay, ja dann. Weg mit dir. Oh, okay. War jetzt auch der erste Gegner, der seine so eine eigene Blüte an sich hatte. Oh, und etwas in sich drin. Dass das mit der Maske zu tun hat. Befreie Taro. Ah, okay. Wir können Taros Geist jetzt also wirklich befreien. Das ist doch schön. Ja, wir haben nämlich alle Erinnerungen. Ups, jetzt habe ich es nicht gezeigt. 3 von 4. Nee, hä? Ah, jetzt da. Die Laterne, ein entdecktes Relikt. Und vermutlich jetzt steht da... Nee, immer noch 3 von 4. Hm. Okay, na dann. Wo kann ich ihn befreien? Er hat es ja schließlich verdient. Da hinten. Und hier geht es längs. Ja, ich freue mich doch den ersten Geist, dass wir endlich mal erfolgreich sind hier als Geisterführerin, den ersten Geist so richtig zu befreien. Obwohl, wir haben schon mal als Postbote, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so eine Post halt, so eine Geisterpost. Da befreit man ja auch mal eine Seele. Aber naja, ich denke mal, das wird jetzt nochmal ein bisschen intenser mit Taro. Oh, da ist er wieder. Okay,
Also man sieht schon, wir sind jetzt auch wieder an der Stelle, wo wir schon mal waren. Oh, was denn hier? Ja, warum schaut ihr mich an? Warum soll ich wissen, was da drunter ist? Hallo? Ja, dann müssen wir das jetzt wohl erstmal so lassen. Wir verfolgen Taro weiterhin. Ich denke mal, das bringt nichts. Doch, nein. Oh. Kurz war die Hoffnung da. Ah, guck mal, hier kann ich die Laterne aufstellen. Ich gehe nochmal zurück, weil ich habe irgendwas... Aha, vergessen anscheinend. Jetzt weiß ich, wohin die Laterne muss. Ja klar, da vorne. Zu diesem leuchtenden Spot. Na dann, hier bitte hin. Aber mittlerweile solltet ihr doch schnell... Oh Gott. Also ein paar Bugs hat das Spiel schon, muss man ehrlich gestehen. Oh ja, jetzt sind sie ja flott unterwegs. Genau, und jetzt müssen wir einen Stein nach dem anderen verbinden. Ich habe mir das schon die ganze Zeit gedacht. Auf Zeit geht das Ganze, das dachte ich mir nämlich auch schon. So. Perfekt. Hierhin, wo ich hin muss. Und dann... Hoffentlich reicht es, um die Pflanze zu öffnen. Nein, noch nicht. Okay. Arbeit. Aber ja, ich dachte es mir schon die ganze Zeit, weil es ja nicht umsonst so ist die ganze Zeit. Oh, das ist ja hier gemein. Ich bin erstmal einen Spot suchen, wo das hingeht. Jetzt öffnet sie? Nee, aber jetzt, oder? Ja. Na dann, weg mit dem ganzen Smog hier. Und wir erschaffen auch gleichzeitig echt schönes Wetter. Ich habe Taro's Lantern gefunden. Er muss es verloren haben, um für die Kinder zu suchen. Bring die Relics zum gefallenen Tree. It's time to help Taro find peace. Unbedingt. Na gut. Und da müssen wir... Eieiei, warum müssen wir denn da so weit hinlaufen? Aber als erstes Mal habe ich gesehen, dass es hier noch eine Truhe gibt. Ah, sogar eine verfluchte, oder? Ist das nicht eine verfluchte? Nee. Oh, mit einem neuen Hut. Ah, den Haufen, den Blätterhaufen. Ja, cool. Ach so, ein Tannensapfen. Ups. Ah, und hier ist wieder ein Rückweg. Ja, ja. Hier die verfluchte Truhe, die kennen wir ja. Ich hoffe, ihr wisst, wo wir sind. Ich zeige es euch einmal. Vielleicht hilft euch das, ja. Wir müssen jetzt bis da ganz nach vorne. Alles klar. Also bin ich hier quasi umsonst vorher gekommen. Um die nochmal die Rods nachzuholen. Weil, ja, wir mussten hier eh wieder herkommen. Ah, und jetzt kommen wir wieder nach draußen. Ach so, natürlich. Denn Frieden findet er natürlich dort, wo alles begann. Wo wir... Harold zum ersten Mal gesehen haben. Und das ist natürlich hier am Wald. Oh, da warten sie schon. I'm going to help Taro now, but it's not safe for you here. Go with Mr. Rusu. I'll find you when Taro is free. Richtig. Be careful, King. Danke. Die verstehen's. Sehr cool. Na gut, dann. Let's do this. Okay.